Die Royals sorgen täglich für spannende Neuigkeiten. ADELSWELT fasst die wichtigsten News im königlichen Kurzblock zusammen. Königin Letizia und König Felipe besuchen Katastrophengebiet. In Spanien herrscht Ausnahmezustand. Nach den Überschwemmungen in der Region Valencia am 29. Oktober zeigt sich ein Bild der Verwüstung. Mindestens 158 sind in den Fluten gestorben, weitere sind noch vermisst. König Felipe drückte bereits sein Mitgefühl aus. Zusammen mit der Königin möchten wir allen Familien, die einen geliebten Menschen verloren haben, unser Beileid aussprechen. In einigen Fällen wissen sie noch nicht, was mit ihren Angehörigen geschehen ist, sagte der Monarch. König Felipe und Königin Letizia wollen die betroffenen Gebiete dieses Wochenende besuchen, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen und Unterstützung zu zeigen. Sendung über geheime Millionen von Prinz William und König Charles. Müssen die Royals nun zittern? Am 2. November 2024 zeigt der britische Channel 4 eine weitere Sendung seiner Enthüllungsreihe, Dispatches. In der kommenden Folge soll es um die geheimen Millionen von König Charles und Prinz William gehen. Zum ersten Mal kann Dispatches die geheimen Millionen enthüllen, die die Royals verdienen, heißt es in der Ankündigung. Jahrelang haben sie die Einzelheiten eines Teils ihres Vermögens geheim gehalten, aber jetzt können wir enthüllen, wer sie bezahlt und wofür. Prinzessin Madeleine feiert Halloween in Schweden. Obwohl Prinzessin Madeleine seit Juni wieder mit ihrer Familie in Schweden lebt, bleibt sie den US-amerikanischen Bräuchen treu. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 42-Jährige ein neues Foto ihrer Töchter. Das Bild zeigt Prinzessin Leonore als Geist und Prinzessin Adrienne im Zombie-Kostüm. Neue Münzen mit Porträt von König Frederik. Am 14. Januar dankte Königin Margrethe zugunsten von König Frederik ab. Ab dem 1. November soll es die ersten 20 Kronenmünzen mit dem Porträt des Royals für Sammler zu kaufen geben. Erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres kommen die Geldstücke dann regulär in den Umlauf. Die Herstellung einer Münze ist ein langwieriger Prozess. Auch bei der Danmarks Nationalbank waren wir am Silvesterabend überrascht, als die Königin abdankte, so Niels Kaas, Chefschatzmeister der Danmarks Nationalbank. Janet Skojensen, Designleiterin von Danmarks Nationalbank, hat die neue Münze entworfen. Die Kronen mit dem Porträt von Königin Margrethe behalten ihre Gültigkeit. Königin Margrethe bekommt Preis. Herzlichen Glückwunsch! Am 26. November erhält Königin Margrethe den Christelich-Dagblad-Preis im Nationalmuseum von Kopenhagen. Als außergewöhnlich versierte Monarchin war Königin Margrethe ihr ganzes Erwachsenenleben lang ein lebendiges Symbol der Werte, denen die Zeitung mit dieser Auszeichnung Tribut zollen möchte, erklärte Vorstandsvorsitzender Mogens Madsen. Die Tatsache, dass sie über die Jahre hinweg auch als darstellende Künstlerin tätig war und auf ihre politisch neutrale, aber ethisch sinnvolle Art zugleich viele gesellschaftliche Debatten mitgeprägt hat, macht es umso gerechter, ihre Majestät zu ehren. Prinz Ludwig und Prinzessin Sophie zeigen ihren Sohn. Das Glück ist ihnen anzusehen. Prinz Ludwig und Prinzessin Sophie posieren zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Sohn Ruprecht. Prinz Ludwig und Prinzessin Sophie sind zutiefst dankbar und gerührt von den vielen lieben Wünschen zur Geburt ihres ersten Kindes, heißt es auf der Instagram-Seite.
Sie bedanken sich ganz herzlich für die vielen großzügigen Geschenke, die sie zur Geburt ihres Sohnes Prinz Ruprecht aus aller Welt erhalten haben. Babykleidung, Spielsachen, Bücher, Stofftiere und einiges davon mit viel Mühe selbst gemacht. Der jungen Familie geht es gut, und sie freut sich sehr darauf, ihren Sohn bei seinem Aufwachsen weiter zu begleiten. Prinz Aymeric schmeißt hin. Nach dem Sommer fingen die Zwillinge Prinz Aymeric und Prinz Nicolas eine militärische Ausbildung an. Die Söhne von Prinz Laurent besuchten die Royal Non-Commissioned Officers School, NCO, auf dem Safranberg Campus in Sint-Truiden. Prinz Aymeric hat kurz vor den Herbstferien das Handtuch geschmissen. Die Wahrheit ist, dass Aymeric einfach zu große Schwierigkeiten mit dem Niveau der in Safranberg gelehrten Mathematik hatte, erklärt Prinz Laurent gegenüber Newsblatt. Der 18-Jährige ist nicht der erste Royal, der eine militärische Ausbildung abbricht. Auch Graf Nikolai und Graf Felix aus dem dänischen Königshaus schmissen hin.